Gesetz zustimmen. Dankeschön. Nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Gerald Groß. 3 Minuten sind wunschgemäß eingestellt. Bitte. Hohes Haus, es ist absolut notwendig, dass die Gesundheitsdaten geschützt sind und dass es selbstverständlich auch eine Regelung endlich für die privaten Versicherer gibt. Daher wird auch das BZÖ diesem heutigen Beschluss seine Zustimmung erteilen. Und zwar aus schlichtweg einem einfachen Grund. Ich erzähle Ihnen eine kurze, aber sehr effektive Geschichte. Im Jahr 1998 schließt eine Person eine Zusatzversicherung ab. Im Herbst 2000 erkrankt diese Person chronisch und aufgrund von Spitalsbehandlungen wird selbstverständlich der Zusatzversicherer davon informiert, dass der Versicherte eine chronische Erkrankung hat, die ihn bis zu seinem Lebensende prognostiziert 75, 80 Lebensjahre begleiten wird. Im Jänner 2001 geht dann der Zusatzversicherer zu dem Versicherten hin und sagt, Sie, ich hätte eine gute Idee für Sie. Wissen Sie was? Wir haben eine viel bessere Zusatzversicherung für Sie. Aber Sie müssen Ihren alten Vertrag aufkündigen. Was ist die logische Konsequenz? Der alte Vertrag wird aufgekündigt. Der Versicherte wird niemals mehr einen adäquaten Vertrag von der Zusatzversicherung bekommen, weil die Zusatzversicherung weiß, der hat, weiß ich nicht, 14 Tage Spitalsaufenthalt im Jahr automatisch durch Untersuchungen bei einer chronischen Erkrankung und fällt damit durch den Schutz der Zusatzversicherung. Das heißt, die ersten 2-3 Jahre hat die Zusatzversicherung ein gutes Geschäft mit dem Patienten gemacht. Dort, wo sie dann einspringen sollte, greift sie auf die privaten Gesundheitsdaten zu und kickt den aus seiner privaten Zusatzversicherung hinaus. Und das wollen wir nicht. Und daher appellieren wir auch an diesem Punkt in Zukunft auch die Länder einzubeziehen. Es ist, Kollege Steinhauser hat es gesagt, ein erster Schritt, der berühmt-berüchtigte erste Schritt in die richtige Richtung. Ein politisches Vokabular der letzten Jahrtausende. Ja, es geht uns aber darum, dass noch der zweite Schritt der sein muss, dass auch die Länder mit einbezogen werden, zumal wir ja wissen, das Landeskrankenhaus Graz ein karges Betrieb des Landes Steiermarks ist. Ja, oder das LKH Bruck an der Mur oder das LKH Deutschlandsberg. Also noch einmal, die meisten Versicherten ja selbstverständlich sich in Spitälern aufhalten, die in die Länderkompetenz hineinfallen. Und daher ist es zwar, die Richtung stimmt, ja, aber dieser gesamte Schritt, den wir tun wollen, um die Gesundheitsdaten von Versicherten auch besser zu schützen, vor den Versicherungen, die glauben, nur ihr mieses Geschäft machen zu können, aber nicht den Schutz zu bieten, den sie eigentlich angeboten haben bei Abschluss der Versicherung, dem gehört ein Riegel vorgeschoben. Und daher, Frau Ministerin, sage ich Ihnen schon ganz ehrlich, da haben Sie noch sehr viel zu tun, um auch die Länder mit einzubeziehen, aber auch anhand dieses Gesetzes weitere Schritte zu vollziehen.